Als mich Rebecca gefragt hat, ob ich diese Fragen beantworten möchte, wusste ich, um ehrlich zu sein, erstmal gar nicht, was ich dazu sagen könnte. Und mir ist bewusst geworden, dass ich mich gar nicht auf den entschlafenen Gottesdienst vorbereite oder mich damit beschäftige. Auch in meiner Familie führte es zu einer angeregten Diskussion, denn dass dieser so besondere Gottesdienst bei mir oft einfach untergeht, ist schade. Und darum bin ich gespannt zu hören, wie andere denn damit umgehen, um es mir als Inspiration und auch neue Herausforderungen für die nächsten entschlafenen Gottesdienste mitzunehmen. Jesus ist immer für uns da, in jedem Augenblick, Tag und Nacht, das ganze Jahr. Mein Christsein will ich deshalb nicht auf bestimmte Tage im Jahr beschränken, zum Beispiel auf 3 Samstage im März, Juli und November. Dank der Medien erreichen mich jeden Tag Impulse aus der ganzen Welt. Impulse zum Beten, Impulse zum Handeln, für Menschen, die leiden, für Menschen, die sterben. So einen Impuls habe ich letzte Woche erlebt. Mein Vorname begegnet mir im Alltag nur selten. Wir fahren an der Küste auf einer Landstraße. Es gibt hier nicht viel Verkehr. Und doch sehe ich am Straßenrand 2 Kreuze. Auf beiden steht Marcel. Natürlich werde ich an diese beiden jetzt besonders denken. Immer dann, wenn ich es nicht vergesse, mich auf den entschlafenen Gottesdienst vorzubereiten, versuche ich mich auf eine bestimmte Gruppe zu fokussieren. Zum Beispiel, indem ich den Film Letters from Iwo Jima gucke und mir dann das Schicksal der japanischen Soldaten bewusst mache. Dieses Jahr möchte ich aber gern meiner Oma ein Video schicken, eine Aufzeichnung von einem Poetry Slam, den ich im vergangenen Jahr beim Jugendgottesdienst gehalten habe. Dort habe ich nicht nur meine Ängste vor Trostgottesdiensten verarbeitet und vor Beerdigungen, sondern vor allem habe ich an meine wundervollen Opis gedacht, an Opa Walter und an Opa Paul. Und diesmal möchte ich, dass meine Oma sich den anschaut und wir dann einfach schauen, wie viel Liebe, wie viel Gutes wir heute immer noch haben, einfach weil wir Opa Walter in unserem Leben hatten. Und ja, das würde ich gern diesmal zur Vorbereitung tun. Eigentlich bereite ich mich auf jeden entschlafenen Gottesdienst so vor und auch auf diesen, dass ich Lieder raussuche, die wir in irgendeiner Art und Weise musizieren können. Und ein Lied, was mich beschäftigt, ist das Lied I Have a Home. Und da heißt es in der deutschen Übersetzung, dass wir eine Gewissheit haben, wenn uns Sorge bedrückt, wenn wir Schweres zu tragen haben, dass unsere Heimat bei Jesus ist. Und das ist doch eine ganz tolle Aussicht. Meine Vorbereitung auf den kommenden Gottesdienst für die Entschlafenen gestaltete sich hauptsächlich durch die Vorbereitung und Umsetzung dieser kleinen Andacht. Nachdem im letzten Gottesdienst mir bewusst wurde, dass in einer Woche wir den Gottesdienst für die Entschlafenen feiern, kam gleich die Idee und der Gedanke, wir sollten etwas tun, gerade in dieser stillen Zeit und wo sich doch schon wieder vieles verändert hat. Entschlafenen Gottesdienst oder richtiger Gottesdienst zum Gedenken an die Entschlafenen. Das führt mich mit großer Regelmäßigkeit an die Grenzen meines Glaubens. Stellt sich nur die Frage, ist es der Beginn des Glaubens oder das Ende meines Glaubens? In mir toben jedes Mal Debatten über das, was ich weiß und das, was ich fühle, das, was ich erfahren habe und das, was ich glauben muss und das alles bei dem tiefen Vertrauen in Gottes Allmacht. Und jedes Mal führt es mit großer Regelmäßigkeit zu dem Bitten, dass ich für diese Momente, für diese Tage, für diese Wochen Sensibilität brauche und Respekt vor dem, was Gott tun kann und dem, was ich erkennen muss, was ich tun kann. In den letzten Tagen und Wochen ist mir wiederholt die Einsamkeit der Sterbenden in dieser Corona-Pandemie vor Augen und in meine Seele gekommen. Dass Menschen alleine sterben müssen, das ist etwas, was mich sehr, sehr bewegt. Die Einsamkeit, diese Verlassenheit und die vielleicht auch die von Ihnen empfundene Gottverlassenheit. Ich hoffe, dass ich da was tun kann, dass ich Gott um Gnade bitten kann. Das kann ich, das weiß ich. Dass er etwas tun kann, das glaube ich. Und alles dazwischen drin, das will ich ihm überlassen. Einsamkeit wegzunehmen, ich glaube, das ist der ganz große und tiefe Sinn des Gottesdienstes zum Gedenken an die Entschlafenen. Am meisten beschäftigt mich eigentlich dieses Mal,
dass wir nicht in die Kirche gehen können, sondern von zu Hause den Gottesdienst erleben. Normalerweise mache ich mir immer bewusst, wie viele vielleicht zu Gott gefunden haben und dass Jesus für alle gestorben ist und Gott alle Sünden vergibt. Und das finde ich jedes Mal beeindruckend und es fühlt sich irgendwie total irreal und doch so bestärkend an. Das ist so ein schönes Zusammengehörigkeitsgefühl, dass wir nicht nur die lebende Gemeinde um uns haben, sondern auch die, die schon verstorben sind. Und wer weiß, wie viele das sind. Ich weiß aber nicht, ob ich dieses Mal auch von zu Hause dieses Gefühl haben werde. Vor entschlafenen Gottesdiensten denke ich immer an Menschen, von denen ich glaube oder weiß, dass sie in ihrem Leben keinen Bezug zu Gott hatten und diesen Weg nicht gefunden haben, und hoffe für sie, dass sie ihn jetzt im Himmel gefunden haben. Das sind Menschen, die ich aus den Medien kenne, weil sie bei einem Unglück oder einer Schießerei ums Leben gekommen sind. Das sind Eltern von Schulkameraden, die gestorben sind. Das sind Schulkameraden selbst, die gestorben sind, auf die unterschiedlichsten Art und Weisen. Menschen, die irgendwie ein tragisches Schicksal hatten, weil sie jung von uns gegangen sind, weil sie ungerechtfertigt von uns gegangen sind, weil jemand anderes eben Schuld an ihrem Tod hatte. Das ist das, was mich vor dem entschlafenen Gottesdienst beschäftigt. Denke ich an einen bevorstehenden Gottesdienst für Entschlafene, dann zieht eine tiefe Freude in mein Herz ein, weil ich mir bewusst mache, dass dieser Gottesdienst viele, viele Seelen aus ihren bisherigen Verhältnissen weit weg von Gott hin zu ihm, ihrem Schöpfer, führen kann. Früher haben wir oft entschlafenen Gottesdienste als traurig machende, als mit Trauer erfüllte Ereignisse erlebt. Aber da dominiert doch mehr heute für mich das Erfahren von Gnade, von Frieden, von Segen, von Heil für Menschen, die bisher das alles nicht erfahren durften und endlich annehmen. Verwundet, schwach, ein Sünder, verloren, wenn du stirbst, o heb den Kopf, weil Liebe um dich wirbt. Komm zu Jesus. Dieses Lied beschäftigt mich schon die ganze Woche, wenn ich an den entschlafenen Gottesdienst denke. Verloren, wenn du stirbst. Aber Jesus sagt, komm. Komm, mein liebes Kind, nimm meine Liebe, meine Gnade an. Was für ein tröstlicher Gedanke, wenn wir am Sonntag in den Gottesdienst für die Entschlafenen gehen. Mich beschäftigt jetzt schon, ja, ich war auch schon fast 3 Wochen dasselbe Thema, und das hat mich durch Zufall gefunden. Ich habe halt gerade so Formel 1 geschaut und da ist das McLaren Racing Team und die haben eine Kooperation und haben deswegen am Rennwochenende vom 10. Oktober ganz besonders an den Welttag für psychische Gesundheit erinnert. Und ich habe mich daraufhin weiter belesen und von Menschen gehört, die aufgrund der Isolation nicht mehr gegen ihre Depressionen ankämpfen konnten. Oder von Menschen, wo alles super lief, die sich was aufgebaut hatten. Und dann wurde ihnen die Existenzgrundlage genommen. Und diese Last wurde so unerträglich, dass sie in den Suizid geführt hat. Und das macht mich so traurig. Und ich frage mich, ob vielleicht, ja, einige dieser Menschen hätten gerettet werden können, wenn sie Gott mit in ihren Heilungsprozess hätten integrieren können. Und es macht mich zugleich so dankbar, zu wissen, dass immer, wenn ich nicht weiter weiß, dass ich meinen Glauben habe, der mir so unendlich viel Kraft gibt. Als ich am Mittwoch in der Bibel gelesen habe, bin ich im Römerbrief hängen geblieben, Kapitel 8, ab den Versen 38 bis zum Schluss. Und da heißt es, dass uns nichts trennen kann von der Liebe Gottes. Und weiter heißt es, dass weder Tod noch Leben uns trennen kann. Wir haben diese Zuversicht, diese ja freudenvolle Zuversicht, dass uns nichts trennen kann. Und das wird beim entschlafenen Gottesdienst einfach immer wieder bewusst. Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen.